Ich glaube, wir alle verbringen ziemlich viel Zeit am Schreibtisch. Sei es für Hausaufgaben für die Schule oder Hausarbeiten für die Uni oder wenn man von zu Hause arbeitet, so wie ich. Und wenn ich mich hier so umschaue und mir überlege, welches der hässlichste Ort in meinem Zimmer ist, dann ist es mein Schreibtisch, Leute. Dieser Bereich hier gefällt mir richtig gut. Ich fühle mich total inspiriert, wenn ich hier sitze und da drauf schaue, aber die meiste Zeit verbringe ich nicht hier, sondern da drüben und ich finde es schrecklich. Deswegen machen wir heute eine Desk Transformation, damit mein Schreibtisch nachher wieder ein Ort wird, an dem ich einfach gerne stundenlang sitze, es erstens bequem habe und zweitens mich auch inspiriert fühle, wenn ich dort arbeite. Und damit hello Kali Crew oder für alle von euch, die neu sind. Hi, ich bin Cassie. Ich versuche gerade mein Leben wieder ein bisschen auf die Reihe zu bekommen und das hier ist ein Step davon. Und falls du das Gefühl hast, du kannst irgendwie relaten oder willst dich durch diese Videos einfach mit mir gemeinsam motiviert, das durchzuziehen, dann abonniert doch gerne. Ich lade jeden Samstag ein neues Video hoch. Meistens sind es DIYs oder Aufräumvlogs oder Routinen. Also falls euch das interessiert, dann kommt gerne in unsere Kali Crew mit rein. Wir haben Platz für alle von euch, die das auch interessiert. Und dann würde ich sagen, legen wir los mit diesem Video. Ganz viel Spaß dabei und los geht's! Okay, stopp, wir müssen ganz kurz darüber reden, wie Myla schläft. Das ist unfassbar. Wie kann man so schlafen? Sie liegt einfach auf ihrem eigenen Hinterschenkel ab. Ey, das kann nicht bequem sein. Du hast hier so eine riesen Couch. Leg dich doch irgendwie normal hin. Miley. Das hier ist das gute Stück, um das es sich heute drehen wird. Ich habe hier einfach so einen ganz normalen weißen Schreibtisch. Der ist auch nicht weiter spannend. Aber es geht mir eher um die Gestaltung erstmal obendrauf. Und vor allem aber auch um die Wand außenrum. Es ist so furchtbar weiß. Und dann endet das Ganze hier in einer einfach leeren, random Ecke, die null Funktion hat, außer Staub zu sammeln. Was ich auch ganz schlimm finde, sind immer solche Kabel, die unten raushängen. Erstmal hier von der Lichterkette. Und ich glaube, der Klassiker, das fast jeder in seinem Zimmer hat, sind so diese Kabel, die vom PC weghängen. Die muss ich auch unbedingt loswerden. Hier unten habe ich außerdem noch so eine Tageslichtlampe, die ist eigentlich voll nice. Die hätte ich super gerne auf meinem Schreibtisch, damit die mich anleuchten kann. Aber da ist nicht mehr genug Platz. Deswegen, genau, müssen wir auch noch ein bisschen mehr Platz schaffen. Deswegen werde ich, denke ich, ein Regal hier aufbauen und eine andere Sache aber abhängen. Und zwar das Glassboard hier hinten dran. Das hat mir Raffi mal geschenkt und ich dachte, das sei richtig cool, damit ich da so meine To-Dos auch schreiben kann, ein paar schöne Quotes. Und es sieht ja auch echt stylisch aus. Aber ich muss zugeben, ich habe da nur ein paar Mal was drauf gemalt und drauf gekritzelt und seitdem hängt es einfach nur da. Also wird es auch dafür leider Zeit zu gehen und dieser Spiegel hier muss unbedingt mal an die Wand angehangen werden und geputzt sehe ich gerade. Mit was ich aber starten möchte, ist dieser wunderbare Schreibtischstuhl. Ich habe es nämlich drauf, hier immer wirklich so gute 6 oder 8 Stunden lang meine Videos zu schneiden und hier drauf zu sitzen, als wäre ich eine Garnele. Und danach wundere ich mich ernsthaft, warum ich Rückenschmerzen habe. Deswegen kommt dieses gute Stück hier raus, denn ich habe mir einen richtigen Bürostuhl gekauft. So, Markus, die Frage, die ich mir stelle, lese ich mir jetzt hier die Anleitung durch oder bekomme ich dich auch so zusammengesteckt? Wie Tag und Nacht. Leute, da drin liegt man so gut und der geht auch bis nach oben. Und hier im Rücken ist irgendeine Verstärkung, dadurch sitzt man einfach schon gerade. Das ist wieder klassisch, du, ganz schwarz angezogen mit Earpods drin. Die Frage bekomme ich immer wieder, warum hat Raffi eigentlich immer Earpods drin? Wenn ich dir immer zuhören muss, neues Canceling. Ja, ich habe das schon lange nicht mehr benutzt. Auf jeden Fall, genau, wischen wir das jetzt hier alles weg und dann kommt als nächstes dieses Glassboard runter. Gib alles, Junge. So, und als nächstes ist das hier noch dran. Das ist ein Frischluftpumper. Das ist dafür da, dass man von draußen frische Luft hier ins Zimmer reinpumpen kann, damit man die Fenster nicht aufmachen muss, weil wir an einem Ort wohnen oder an einer Straße, die sehr laut ist. Und dann, genau, kann es manchmal nervig sein beim Lüften, aber um ehrlich zu sein, habe ich das Ding noch nie benutzt. Ich mache halt die Fenster auf und gehe aus dem Raum und dann mache ich es wieder zu. Also ich brauche das gar nicht und ich will hier meinen Spiegel hinhängen. Deswegen montieren wir das jetzt ab. Aber hinter diesem Gerät muss ein Loch liegen, was zur Hauswand rausführt. Ich bin mir noch nicht sicher, wie groß es ist. Reden wir hier von sowas oder sowas? I don't know. Ich finde es gleich raus und dann müssen wir das irgendwie stopfen.
Hä? Man muss es nur abnehmen? Das war's schon? Ich habe die ganze Zeit gedacht, man muss hier irgendwas abschrauben, das war übelstes Ding. Ich habe schon die ganze Zeit so Sorge gehabt, ob man das jetzt einfach hier wegmachen darf, aber man hängt es einfach nur hier drauf. Und jetzt wissen wir auch, wie groß das Loch ist. Den Kegel kennt ihr aus einem Weihnachts-DIY-Video von mir und den recycle ich jetzt. Ich habe eh keine Ahnung gehabt, was ich mit dem machen werde. Aber damit werden wir jetzt das Loch füllen. Wie ekelhaft ist dieses Geräusch? Widerlich, ja. Ey, du bist so gut im Schätzen. Er hat nichts abgemessen. Jetzt einfach so freie Schnauze zugeschnitten. Jetzt schaut euch diese Passform an. Bitte, ich habe immer gesagt, er muss mal in so eine Show, wo man schätzt und dann irgendwie Geld gewinnt, weil dann wäre er Millionär. So, Freunde, jetzt kommt ein mega Lifehack. Und zwar hängen wir jetzt gleich einen Spiegel auf. Und damit man nachher die Löcher gerade und in einer Linie vor allem bohrt, haben wir hier davor am Spiegel einen Crepe angebracht. Von hier. Damit man auch weiß, wie der Abstand sein soll. Genau, haben wir von hier das Kreppband bis nach da aufgetragen, diese Punkte eben hier markiert. Und dann haben wir das Kreppband an die Wand gehangen, da seht ihr auch die Punkte, da. Und genau, dann noch mit einer Wasserwaage abgemessen, damit das Kreppband auch gerade hängt. Und jetzt wissen wir ganz genau, wo der Herr gleich bohren darf. Yay, gut! Dankeschön! Mir ist gar nicht aufgefallen, wie dreckig der war, weil es wahrscheinlich sich so langsam angehäuft hat. Kleiner Reminder für euch, putzt mal wieder eure Spiegel. Nice, ich lieb's jetzt schon, einfach weil der Spiegel jetzt sicher an der Wand hängt und ich mir keine Sorgen mehr machen muss, ob der mir jetzt gleich gegenkippt, weil der da vorne so angelehnt war. Und ich glaube, es wird hier auch mein neuer Ort, an dem ich meine Outfit of the Day Stories für Insta aufnehme. Jetzt ist nämlich das hier in der perfekten Höhe aufgehangen für mich. Ich bin zwar so klein, dass jetzt hier oben drüber so riesige Fläche noch ist bis zur Decke, aber da kann ich noch Deko hinhängen. Mal schauen. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit einem Teil, was ich mir aus Raffis Zimmer gemopst habe. Genau dieselbe Höhe. Stimmt vielleicht nicht so ganz. Da habe ich mich um 3-4 cm vermessen. Aber es sieht trotzdem gut aus. Das lassen wir so. Ich habe nämlich gedacht, dass ich dadurch meinen Schreibtisch halt ein bisschen verlängern kann, weil ich ja schon ziemlich viele Stifte und so Notepads und alles Mögliche immer drauf stehen habe. Und das mir manchmal ein bisschen zu voll ist und halt unordentlich wirkt, obwohl eigentlich gar nicht so viel drauf ist. Aber das ist halt auch nicht der längste Schreibtisch, den es gibt. Und deswegen dachte ich, mache ich einfach ein kleines DIY draus und verlängere den. Und dann kann ich nämlich jetzt zum Beispiel die hier da drauf stellen und habe hier zum Arbeiten dann mehr Fläche. Aber ich will es nicht nur einfach rüberschieben und fertig, sondern solche Momente auch direkt mal als Anlass nehmen, Sachen auszumisten. Weil zum Beispiel in dieser Tasse sammle ich Stifte, seit ich die Tasse habe. Und ich habe gar keinen Plan mehr, was alles da drin steckt. Was ich aber direkt sehe, sind einfach 4 so Werbekulis von irgendeiner random... Oh, es sind 5. 5 Werbekulis von irgendeiner Firma. Warum seid ihr hier? Also ich will einfach das mal nutzen, alle Stifte durchzugehen, zu schauen, welche benutze ich davon noch, welche sind vielleicht sogar leer und welche will ich in Zukunft überhaupt da sichtbar auf meinem Schreibtisch haben.
ihr könnt es gerne mal in den Kommentaren Wetten abschließen, wie lange ich schaffe, dass die Stifte so perfekt aufgeräumt da drin liegen. Ich will mir auf jeden Fall jetzt richtig Mühe geben, das ganz, ganz lange so zu halten, weil das sieht so aesthetic aus. Und nebendran habe ich die Tasse. Da habe ich jetzt wirklich nur noch alle Stifte drin, die ich jeden Tag benutze. Zum einen Bleistifte, dann das hier, mein Skalpell. Das benutze ich einfach so oft für irgendwelche DIYs. Geodreieck, Schere und alles andere sind Kugelschreiber. Das hier sind, by the way, meine allerliebsten Kugelschreiber. Die haben so eine übelst dünne Spitze. Seht ihr diese überhaupt? Die ist so mega klein und fein und damit kann man richtig, ja, präzise und wunderschön schreiben. Allgemein finde ich die total aesthetic irgendwie. Ich liebe die Farben davon. Die haben so eine Soft-Touch-Oberfläche. Habe ich auf Amazon gefunden. Kein Product-Placement, aber ich finde die einfach richtig gut. Ich benutze sie jeden Abend, um in mein Happy Me reinzuschreiben. Deswegen verlinke ich euch die gerne mal in der Infobox. Und dann will ich jetzt endlich weitermachen mit dieser langweiligen leeren Fläche hier. Ich habe mir gedacht, ich will da wieder eine Bilderleiste aufhängen. Das hatte ich früher auch schon mal. Ich weiß gar nicht, warum ich das weggemacht habe. Aber ich finde die immer mega schön, wenn man da drauf halt Deko aufstellen kann oder einfach ein paar Sachen verstauen kann, damit die nicht auf dem Schreibtisch stehen müssen. Ich habe meine hier von Ikea, die gibt es da in verschiedenen Farben und Längen. Und hier über meinen Schreibtisch nehme ich jetzt die allerlängste, damit ich da richtig ordentlich Deko draufknallen kann. Da oder ran, da hat die jetzt schon ein bisschen was mitgemacht, aber... Ja, der war schon ein paar Mal aufgehangen. Aber es wird hier nichts weggeschmissen. Habt ihr oft die schon angebracht irgendwo? Mehrmals? Ich würde sagen, so 9 Mal, oder? Das kann schon sein, ja. Der ganze Weg geht Zeit, ne? I proudly present to you meine Bilderleiste, die ich festgebaut habe. Mit Unterstützung. An uns beide. Hey. Und als nächstes müssen wir danach unbedingt nochmal einen YouTube-Play-Button umhängen. Der hängt jetzt gerade nämlich hinter meinem Bildschirm, weil ich ja meinen Schreibtisch so ein bisschen verrückt habe. Aber ich will den unbedingt die ganze Zeit sehen, weil der mich halt übelst krass motiviert. Wenn ich da drauf schaue, ich mir denke so krass, ich habe einfach schon damals die 100.000 erreicht und jetzt über 300.000 Leute in der Cali Crew. Das ist so krass und einfach motivierend. Deswegen, genau, will ich den immer im Blickfeld haben, vor allem, wenn ich am Video schneiden bin. Ich muss zugeben, dass die Anzahl der Löcher, die ich schon in diese Wände hier reingenagelt habe oder gebohrt oder gedübelt, wirklich sehr hoch ist. Es tut mir so leid an dieser Stelle, falls meine Vermieter das sehen. Es tut mir leid, falls ihr das seht, aber ich gehe auch immer wieder hin. Und wenn ich ein Loch nicht mehr brauche, dann gehe ich einfach mit Wendel Zahnpasta oder weißer Acrylfarbe drüber und dann sieht man es nicht mehr. Also auch, wenn hier nach mir jemand einzieht, ich hoffe, ihr werdet es nicht merken. Jetzt gucken wir erstmal ein bisschen Farbe ins Spiel, würde ich sagen, denn die Bilderleiste hängt. Und da will ich jetzt Bilderrahmen drauf machen. Aber das Gute ist ja, die muss ich jetzt nicht mehr an die Wand hängen, sondern kann die einfach da drauf platzieren. Also, das ist gut. Mein YouTube-Play-Button ist dann silber und mein Schreibtisch auch. Aber ich finde Gold bei Bilderrahmen irgendwie viel, viel schöner. Und mir persönlich macht es gerade gar nichts mehr aus, ob man Gold und Silber mischt. Ich habe momentan nämlich auch Schmuck an, der silber und gold ist. Und ich finde es irgendwie voll schön. Früher habe ich das als No-Go empfunden, aber mittlerweile finde ich es cute. Aber da sieht man, wie sich Styles und so Trends auch ändern können. Oder einfach Geschmäcker. Und ich will einfach diese Bilderrahmen auch wieder hier drin haben. Denn das sind doch welche vom Pop-Up Store. Da sind sogar die Preislisten noch drin, weil, ja, ich muss zugeben, ich habe die nie rausgenommen, sondern einfach nur im Schrank verstaut, weil ich mir dachte, okay, irgendwann brauche ich die auf jeden Fall wieder. Heute ist der Tag gekommen und deswegen, genau, mache ich da jetzt aber auch die Listen und das Glas raus. Weil dadurch, dass ich hier so viele Lichter im Zimmer habe und dann immer filme, spiegelt das manchmal voll unangenehm. Und deswegen habe ich richtig viele Bilderrahmen, in denen einfach keine Gläser mehr drin sind. Als ich diese Wandcollage hier erstellt habe, habe ich extra 3 Bilder mehr noch ausgedruckt, damit ich die dann für meinen Schreibtisch verwenden kann, weil ich halt die Idee so schön finde, dass die da drüben mit denen hier matchen und dann der ganze Raum so ein Style-Konzept hat. Ich versuche es zumindest. Und dadurch halt der ganze Raum einfach, ja, schöner und ordentlicher aussieht. Und das sind jetzt die 3. Einmal hier, Be Kind to Your Mind. Protect Your Energy. Und hier noch so ein Blumenbild. Ich fand sie einfach schön, dass sie halt so leichte Farben haben und nicht zu knallig sind. Stay hydrated. Kleiner Reminder an alle von euch, die es gerade hören müssen. Ich habe nämlich in letzter Zeit richtig häufig Kopfschmerzen bekommen, bis ich gemerkt habe, dass ich einfach viel zu wenig trinke. Und habe ich mir jetzt diese Flasche hier auf Amazon gekauft. Ist die nicht wunderschön? Ich liebe den Farbverlauf davon. Und der passt auch, sehe ich gerade, voll gut zu meinen Bildern da hinten. Alles abgestimmt natürlich. Wenn ich weiß, auch die ganzen anderen Farben kann ich euch auch gerne verlinken. Und da passen nämlich 2 Liter rein. Da sind da vorne richtig süß so Sprüche drauf. Drink more, remember your goal, have a nice day, never say never und so die Uhrzeit. Und ich finde es einfach so angenehm, auf sowas zu trinken, ohne dass man die Flasche so hochnehmen muss oder sich ein Glas holen muss. Ich weiß, Faulheit auf dem nächsten Level, aber solche kleinen Tricks können einfach schon helfen, mehr zu trinken. So viel dazu. Ich war aber eigentlich auf Amazon unterwegs, weil ich mir ein paar neue Gadgets und Organisationssachen hier für meinen Schreibtisch gekauft habe. Und ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Haul. Das sind wirklich nur ein paar Sachen, 4 oder 5. Zum einen eine Schreibunterlage unter meine Schreibunterlage. Ich wollte einfach so ein bisschen Farbe auf meinen Schreibtisch bringen, deswegen habe ich mir die hier in rosa geholt. Beziehungsweise auf der anderen Seite ist sie so grau,
beige. Ich glaube, ich mache die hier nach oben. Ich habe die auch für Tammy im Lager auf ihren Schreibtisch gekauft, in Mint und Blau auf einer Seite jeweils. Und dann dachte ich mir, wenn wir beide uns irgendwann mal satt gesehen haben an der Farbe oder so ein bisschen neuen Vibe hier drin haben wollen, dann können wir es einfach tauschen. Nummer 2 ist dieser Handyhalter hier. Ist eigentlich wahrscheinlich ein bisschen unnötig, aber ich dachte mir, es wäre cool, für alles so einen richtigen Platz zu haben. Weil ich zum Beispiel auch immer meine AirPods verliere und die will ich jetzt einfach mal hier unten drauf legen und das Handy oben rein. Und dann finde ich es hoffentlich, wenn ich es brauche. Das hier ist so ein Fall von TikTok Made Me Buy It. Kennt ihr das safe alle? Und zwar diese digitale Uhr. Die leuchtet dann nachher eben in den Zahlen, wie die Uhrzeit gerade ist. Ich weiß auch nicht, wo ich sie hier hinhängen werde, aber das werden wir gleich rausfinden. Oh, das wollte ich schon so lange haben. Das ist wie so ein kleiner Balkon, den man hinten an den iMac dran machen kann. Weil ich jetzt gerade meine Festplatte immer da liegen habe und ich will halt alles vom Schreibtisch weg, was da unnötigerweise liegt. And last but not least, das hier. Das habe ich einfach schon so oft im Internet irgendwo gesehen und dachte mir jedes Mal, oh, das ist so aesthetic, bis ich es mir jetzt einfach mal selber gekauft habe. Die Rede ist von einem Acrylic Stand für den PC. Ich liebe einfach alles, was durchsichtig ist, so Acryl. Ich finde es einfach übelst schön und damit kann ich mir jetzt meinen PC ein bisschen höher stellen, damit ich da angenehmer drauf schauen kann. Zwischenergebnis. Ich finde es so schön. Ich bin mega froh, dass ich diese Transformation gemacht habe und wir sind noch nicht mal ganz fertig. Ich finde es voll schön, dass die Bilder da oben jetzt zur Schreibunterlage passen. Dazu passend habe ich dann auch eben die Lichterkette hier in lila eingestellt und hier habe ich übrigens die Uhr aufgehangen, also zwischen meinen Stiftenorganisern und dem Playbutton. Ich dachte, das wäre ein ganz schöner Spot. Da schauen wir auch gleich mal, wie die an aussieht. Ich weiß es noch gar nicht genau. Aber vorher wollte ich euch noch meinen kleinen Balkon zeigen. Das habe ich jetzt hier auf der Rückseite befestigt. Und da liegt jetzt, wie gesagt, meine Festplatte drauf. Ganz sicher und schön verstaut, sodass man auch von vorne kein Kabel mehr sieht. Also mega hübsch gelöst. Was dafür aber noch nicht so schön ist, ist eine Stufe weiter unten. Und zwar der Kabelsalat unter meinem Schreibtisch. Ich habe jetzt mittlerweile so viele Kabel. Von der Lichterkette, der Uhr, PC, Mikrofon. Also alles Mögliche. Und das müssen wir auf jeden Fall hübscher gestalten. Und zwar damit, das hier ist so ein Kabelorganizer, den man unter den Schreibtisch bohrt. Ich habe extra einen in Weiß genommen, damit es dann gar nicht auffällt hoffentlich und man es gar nicht so richtig sieht. Aber da kann ich halt perfekt dann gleich einen Mehrfachstecker reinlegen, weil ich habe so viele Kabel da, dass sie ja nicht alle in zwei Steckdosen passen. Und deswegen dachte ich mir, dass das hier die perfekte Lösung sein könnte. Und ich habe Raffi auch noch eins mitbestellt, das war auch so ein Zweierpack, weil sein Zimmer... Ich will nicht sagen, sieht schlimmer aus als meins, aber ich finde, da passt auch nicht alles so gut zusammen. Wir können mal auch mal ein Desk-Transformation machen, aber ich glaube, das will er mich nicht machen lassen. Dann müsste ich ihm versprechen, dass wir alles in schwarz machen. Ah, wenn man vom Teufel spricht, ich wollte gerade zu dir. Ich wollte gerade fragen, ob ich bei dir eine Desk-Transformation machen darf. Du bei mir? Ja. Nee. Wenn ich alles in schwarz mache? Nee, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich habe gerade gesagt, wenn ich dir versprich, alles in schwarz zu machen, sagst du vielleicht ja. Aber das hier in weiß für dich, nimmst du? Ja, ja. Aber als Gegenleistung mussten wir meins festbohren. Das war mir klar. Okay, die Uhrzeit hier stimmt überhaupt nicht. Das werde ich mal später noch richtig einstellen. Aber ich finde, es sieht richtig schön aus, vor allem, weil es sich da auch spiegelt. Und jetzt machen wir weiter mit dieser Wand hier. Da hängt nämlich gar nichts außer der Spiegel. Und das ist mir dann persönlich noch ein bisschen zu leer und zu weiß. Da kann man auf jeden Fall noch Schönes hinhängen. Und natürlich ist es auch immer geil, neue Deko zu kaufen, wie jetzt die Uhr oder die anderen Sachen, die ich euch gezeigt habe. Aber das muss auch nicht immer der Fall sein. Man kann auch einfach mal alte Sachen nehmen, die irgendwo anders davor im Zimmer stehen, die umstellen und dann wird es direkt schon wieder ganz anders und man bekommt einen neuen Style rein. Also sehr gut und das werde ich jetzt auch machen. Und zwar habe ich nämlich auf dieser Seite hier drüben zwei Lichterketten. Die eine kennt ihr gut, die fängt hier in meinem Video in der Grund an und geht bis zur Hälfte von der Wand. Und dann ist eine zweite, die geht bis hierhin. Aber ihr seht es, glaube ich, ganz gut. Ich habe die nie fertig aufgehangen. Die hängt da voll durch und ich habe die eh super selten an. Immer nur die linke hier drüben. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich hänge die ab und recycle sie einfach an meiner Spiegelwand. Vor allem, weil es dann, glaube ich, richtig schön aussieht, wenn ich abends hier sitze und Videos schneide und dann hier so Twinkle-Lights habe. Ich glaube, es gibt eine mega schöne Atmosphäre im Zimmer.
Hallo Freunde und willkommen zurück zu meiner Desk Transformation. Sie ist jetzt offiziell abgeschlossen. Ich habe nämlich in den letzten Tagen, das sind schon ein paar vergangen, seit ihr den letzten Clip gesehen habt, noch einiges hinzugefügt, aber ich habe es nicht mehr gefilmt, weil ich mir noch nicht ganz sicher war, wo ich die Dinge haben möchte. Und bevor ich euch dann langweile und alles 10-mal umhänge, habe ich es einfach kurz auf Kamera gemacht und dafür schauen wir uns jetzt das Endergebnis an. Und by the way, ich bin nicht nackt, das sehe ich gerade. Ich habe hier ein Oberteil an und sogar mal eine Hose. Ausnahmsweise habe ich eine Hose an. Spaß. Aber ganz kurz noch, ihr könnt mir nämlich super gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die findet. Ich habe die gerade neu gekauft und ich finde es noch mega ungewohnt, weil das ist so eine Cargo-Hose mit so richtig großen Taschen hier an den Seiten. Ist halt nichts, was ich normalerweise anhabe, aber ich feiere den Style total. Und man muss auch einfach sagen, die sind so bequem. Klar, passt jetzt nicht perfekt zum Oberteil, aber who cares? Also schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Ist übrigens von Paul & Bear. Keine bezahlte Werbung, ich habe alles selber gekauft. Aber jetzt kommen wir zum spannenden Part und zwar dem Ergebnis. Hinzugefügt habe, ist dieser Teppich hier. In meiner hat ihn auf jeden Fall schon approved. Der ist aber auch wirklich das Weicheste, was ich in meinem Leben jemals gefühlt habe. Natürlich noch dein Fell, Girl. Da kommt nichts drüber. Eigentlich wollte ich einen weißen hin, aber dann habe ich den gesehen, dachte mir, oh, wie schön pastellig sieht es aus. Also den mitgenommen. Der ist übrigens von Obi. Und dann geht es hier oben drauf weiter. Ich habe hier bei den Bildern nochmal das ganz links ausgetauscht, damit es ein bisschen cleaner wird. Da war ja vorher das Lilane. Hier hat es auch meine Tageslichtlampe Platz und dann habe ich hier eben meine Schreibunterlage mit der Schreibunterlage. Das finde ich so schön, weil das jetzt auch farblich so richtig abgegrenzt ist vom Rest zum Schreibtisch. Also mega. Und auf dieser Seite habe ich dann nochmal den Playbutton ein bisschen weiter nach rechts gehangen, in denen hier sind noch zwei Regalböden eingezogen. Ganz oben habe ich ein Bild von Raffi und mir mit Kakteen, of course. Und unten drunter habe ich Happy Me stehen und nochmal zwei Fotokarten. Du hast heute die Ehre zu entscheiden, was für ein Smiley kommentiert werden soll. Ich bin gespannt, was es wird. Schreibt dir mal in die Kommentare, wenn ihr bis hier geschaut habt und lasst super gerne einen Daumen nach oben dafür da. Ein großes Dankeschön an dich für den Support bei den Bohrarbeiten. Immer gerne. Kannst du mir auch mal so ein Tutorial geben, how to bohr? Hab ich doch schon mal, oder? Nee, hab ich nie zugehört. Teamwork! Leute, ihr glaubt mir gar nicht, wie sehr ich mich gerade drauf freue, dieses Video hier zu schneiden, weil ich erstens das Endergebnis von diesem Schreibtisch liebe und es euch einfach gleich zeigen will. Also wenn ihr seht, dann habe ich es ja schon geschnitten, aber ich freue mich jetzt gerade drauf. Und weil ich einfach weiß, dass ich jetzt richtig motiviert und inspiriert sein werde, wenn ich da sitze. Und vor allem keine Rückenschmerzen mehr habe. Auch gut, ja. Übrigens gibt es bei mir noch mehr Transformation-Videos, zum Beispiel für meinem YouTube-Zimmer, Wohnzimmer oder auf dem Lager. Habe ich euch alles in der Infobox verlinkt, also schaut euch super gerne noch die anderen Videos an. Und abonniert natürlich nicht vergessen, damit ihr mein nächstes Video nächsten Samstag 10 Uhr nicht verpasst und teilt der Kali-Crew werdet. Bis dahin, macht's gut, Leute!